Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im Europapark und werden den Hüttenabend besuchen. Ab 17 Uhr kommt ihr mit dem Eventticket in den Freizeitpark rein. Und wir werden jetzt Richtung Portugal gehen, weil dort erwarten uns die Erdinger Urweißhütten. Hallo. Danke. Dankeschön. Der Hüttenabend war die Veranstaltung, die euch am meisten interessiert hat. Und uns wird heute Abend ein Drei-Gänge-Menü erwarten und Live-Musik. Ja, und die Hütte ist tatsächlich hier in Portugal, direkt beim Riesenrad. So einen Hüttenabend kann man auch gerne mal am Riesenrad starten. Und da hat man einen tollen Ausblick über den Park. Ja, bei uns hat er leider gerade aktuell noch zu, aber ich glaube, wenn ihr diesen Hüttenabend besuchen werdet, könnt ihr vorher noch eine Runde drehen. Wir wurden jetzt hier platziert, einen wirklich sehr schön gedeckten Tisch und ich freue mich richtig. Also wird, glaube ich, richtig toll werden. Und hier haben wir auch noch die Getränkekarte. Das ist alles mit inbegriffen und, Getränke und auf der Seite haben wir einmal das Essen. Und ich habe auf jeden Fall auch Hunger und freue mich aufs Essen. Die Hütte hat eine richtig urige Atmosphäre auf zwei Etagen. Wir sitzen jetzt oben und nachher wird uns auch noch eine Liveband erwarten. Es gibt zwei verschiedene Hüttenabende. Einmal den klassischen Hüttenabend, den wir jetzt auch gebucht haben. Und es gibt einmal einen Fondue-Abend. Da bekommt man zur Hauptspeise Käsefondue. Klingt auch wirklich sehr, sehr verlockend. Wir lieben ja auch Käsefondue. Aber jetzt haben wir aktuell tatsächlich den klassischen Hüttenabend gebucht. Die Band spielt auch schon fleißig und wir haben jetzt hier Brot mit salziger Butter. Das essen wir jetzt und dann kriegen wir auch gleich schon die Vorspeise. Ein paar Minuten ist hier die absolute Stimmung in der Hütte. Heute ist gerade schon eine Polonaise durchgegangen und ja, jetzt gleich kommt es zum Vorspeise, zu einer Suppe. Wir haben jetzt einmal die Vorspeise bekommen, und zwar Petersilien, Wurzelrahmsuppe, Apfel, Maronen. Sieht sehr lecker aus und das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Wir sind gemeinsam. Leute, in der Erdinger Hütte geht jetzt schon die Post ab und wir sind gerade erst bei der Vorspeise gewesen. Die Suppe war sehr, sehr lecker. Es war eine Maroneneinlage drin. Und ja, auch die Band, die heute Abend spielt, spielt immer mal unten und auch nach oben. Also egal, wo ihr in der Hütte sitzt, jeder kriegt auch mal die Partystimmung ab. Und apropos Partystimmung, lasst uns da recht mal wieder hineingehen. Zwei Hütchen gegangen, die stehen in der Suppe. Das schönste Mädchen, aber nur deines Sein, ich vergesse dich. Gerade wurde eine Runde auf den Tisch geraten und die Stimmung ist hier wirklich richtig, richtig gut. Also Wahnsinn, die geht rein auf den anderen und Hammer.
Wir haben jetzt unsere Hauptspeise bekommen. Das ist einmal Rinderroulade, Rostgemüse und Kartoffelzwiebelpüree. Es riecht verdammt lecker, sieht gut aus und das werden wir uns jetzt natürlich wie immer schmecken lassen. Wir sind gut gesättigt. Die Hauptspeise war sehr, sehr lecker. Kohlrouladen mit Kartoffelpüree und Bratensoße. Und ja, auch beim Unterhaltungsprogramm variiert das immer. Ihr habt ja verschiedene Menüs auch. Es gibt ja auch dieses Käse-Raclette-Fondue. Und es gibt halt auch verschiedene Bands, die spielen oder Unterhaltungsprogramm. Aber wir haben, glaube ich, heute einen echt guten Tag erwischt, weil die Band spielt jetzt auch schon wieder. Und das Beste kommt dadurch zum Schluss, das Dessert. Und das zeigen wir euch gleich auch wieder. Alles klar, lässt du meines sehen. Das ist Wahnsinn, fühlt sich gar an, geht's vor, du da mal los, sagst du, oi, 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 yeah, oi, 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 yeah. Ich hab nur Ruhe, da fall du es nicht aus, du mit der Zeit, du sagst schon, was ist schon dabei, wie man sagt, oi, 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 yeah. Das Dessert ist da, das sieht super lecker aus. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, diese Glühweinkirschen sind ein Träumchen und riecht doch einfach verdammt gut. Das werden wir jetzt essen und ich weiß gar nicht, was noch reinpassen soll. Ich bin wirklich sehr, sehr satt. Das Dessert ist halt Pols, ist es wirklich super, super lecker gewesen. Das Leckerste fand ich auf jeden Fall diese Glühweinkirschen. Das ist super einfach gemacht, aber die Idee ist wirklich richtig, richtig cool. Ich glaube, das muss ich zu Hause auch mal ausprobieren. Also aufgegessen, sehr, sehr lecker und jetzt geht's weiter mit der Partystimmung. Hammer, ey. Das ist wirklich, das geht so schnell vorbei hier der Abend, aber es macht so, so viel Spaß und die Band ist halt auch wirklich richtig, richtig cool. So, Hammer geht's so. Hey, hey, das war's an dieser Stelle. Unsere kleinen Eindrücke hier von der Erdinger Hütte, vom Hüttenabend. Eine unglaublich coole Stimmung an unserem Tag. Man muss dadurch auch ein bisschen das Feeling dafür haben. Wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist das nicht die richtige Veranstaltung. Aber wir hatten auf jeden Fall richtig Spaß. Ja, und ein paar Termine gibt es tatsächlich noch. Schaut auf der Europapark-Seite vorbei im Eventkalender. Und dann könnt ihr es auf jeden Fall auch noch buchen. Und ja, wir lassen den Abend jetzt hier noch in der Hütte ausklingen. Wir sehen uns dann bestimmt im nächsten Video wieder. Und dann vielleicht hier vom Winterzauber. Bis dann, Henne. Tschüss.